Leute, es ist wieder Zeit für erstaunliche Lego-Kreationen. Das Video ist von Fantastic. Schaut gerne mal vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und let's go. Das sah so komisch aus. Also eine Lego-Figur, die sich rasiert. Was wird das denn schon wieder? Ein Panzer. Nee. Eine Schlange? Eine Kiste. Ah, als ob. Ich hätte, ein Panzer wäre aber auch geil. Als ob, der baut ein Auto aus Lego. Ich glaube sogar ein Mercedes, ne? David Gustafsson. Läuft bei dir, David. Ja, schick. Würde ich auch fahren. Ach, das ist ein Volvo. Okay, Paletto. Heutzutage sehen ja sowieso alle Autos gleich aus. Hat er einen Lego-Staubsauger gebaut? Ah, nee. Als ob. Das sortiert die Lego-Steine? Je nach Größe. Ich sollte mal teilweise da unten mal mitlesen. Aber meistens ist es ja komplett selbst erklärt. Da. Sorry, tut mir leid. Oh, der benutzt einen 3D-Printer, oder was? Ah, um so riesige Dinger zu bauen. Lohnt sich eigentlich so ein 3D-Printer? Weil du kannst damit ja alles ausdrucken, was du willst. Oh, sie ist, glaube ich, dicker Star Wars-Fan. Und Titanic. Da, wieder so ein Ding, was das alles sortiert. Ist schon an sich sehr, sehr smart, das so zu machen. Weil, ey, jetzt mal ehrlich, wer kennt's nicht? Wie oft ich schon gesagt habe, da muss ein Teil fehlen. Da muss ein Teil fehlen. Und dann finde ich's doch. Also mir ist es schon richtig lange, also ich kann mich nicht dran erinnern, wann mir das letzte Mal bei Lego ein Teil gefehlt hat. Ja, okay. Was hat das jetzt mit Lego zu tun? Ich bin so maximal verwirrt. Ah, das ist wieder dieses eine Ding, wo ich immer noch nicht verstehe, wie das stehen kann. Da. What? Es macht keinen Sinn. Das ist so geil, Mann. Alter, er ist fresh and clean. Kann man nichts gegen sagen. Kein 3 Tage. Oh, jetzt wird auch der. Achso, er geht duschen. Okay. Aber ich habe eine Frage. Zieht man sich da nicht aus? Vielleicht dusche ich auch falsch. Jetzt macht er noch seine Hände warm. Sauber. Alter. Kennt ihr das, wenn man seinen Bleistift versucht, ultimativ spitz anzuspitzen? So ungefähr stelle ich mir das hier gerade vor. So, ich brauche mal ganz kurz. Guck mal hier, Palettos, Schnupftücher werden auch immer größer. Oh ja. Was soll das werden? Irgendeine Maschine. Prairie Dog. Oh. Das ist ja geil, Mann. Oh Gott, ist das creepy. Krass. Wie die das da so rausbastelt, aber
Es wirkt ja echt so ein bisschen, also unfassbar echt. Und aus was besteht denn der Skin? Also aus was hat er die Haut gemacht? Michael takes his creativity. Ich dachte, hier geht es eigentlich ausschließlich um Lego. Aber gut, er macht... Achso, der macht jetzt was... Okay, ich habe eine Frage. Warum, Alter? Warum? Digga, was ist... Ist das Kunst? Ich glaube, ich verstehe manchmal Kunst nicht. Aber das habe ich schon im Kunstunterricht nicht. Können wir nochmal so eine Duschen... Oh ja! Zack, zack, zack. Und die tragen das alle weiter. Weil da sind noch mehr... Ja, da, batz, 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 batz. Das ist eigentlich so freaky. Roboter, die Autos werden doch zum Teil auch von Robotern gebaut. Ich meine, wir haben ja Production Line gespielt. Da haben auch Roboter viel gemacht. Und so ist es ja, glaube ich, wirklich, dass viele Aufgaben schon von einem Roboter übernommen werden. Wie wird das gemacht? Warum sind die so flexibel? Achso, das ist so ein 3D-Rendering. Warte mal. Ah, guck mal, hier steht erstaunliche Lego-Kreation und hier sieht man es und andere coole Sachen. Okay. Paletto, das nächste Mal. Liesel. Weil ich habe mich eigentlich hauptsächlich für geilen Lego-Stuff interessiert. Alter, das ist hält. Ich dachte, das wird jetzt gleich auseinanderplatzen. Toilette? Ja, so sieht es manchmal bei mir aus, wenn ich auf Toilette war. Das stimmt. Boah. Alter, die Farbe war ja geil. Oh, das ist ein bisschen Cyberpunk-mäßig, oder? Mann, ey, manchmal, ich würde auch gerne malen können. Guck mal, da kannst du einfach sowas selber... Ey, das ist so geil. Obwohl, das ist jetzt ja eher so ein bisschen kolorieren, oder? Das ist ja jetzt nicht dieses klassische Zeichnen / Malen. Aber auch dafür einen Blick zu haben. Weil das Bild wird komplett anders aussehen. Also von der Stimmung. Lego, wo bleibt... Da hat jemand mit Epoxy... Aber das ist keine echte. Even the Super... Das war keine echte Spinne, oder? Das ist auch krass. Das Leute... Ich verstehe das immer noch nicht. Wie sowas überhaupt geht. Also auch... Der malt ja... Und dann komme ich. Wenn ich einen Kreisverkehr bei City Skylines machen soll, nicht mal das ist rund. Außer er ist vorgefertigt. Diese Pflanzen von Lego finde ich tatsächlich sehr schön. Am Anfang dachte ich mir, Junge, was soll das? Lego-Pflanzen? Aber irgendwie hat das was. Das ist ein Lego-Baby. Das kackt dann auch die Windel voll. Bau dein eigenes Lego-Sofa. Ja, da bräuchte man aber, glaube ich, ziemlich, ziemlich viele Lego-Steine für. Ja, sieht gemütlich aus. Obwohl, es wäre ja unfassbar hart. Stellt euch mal vor, ein Sofa nur aus Lego. Da kannst du ja eine Stunde drauf sitzen. War's das? Ah, das war's!
Ja, wunderbar. Leute, das war eine Runde Lego-Kreation und aber auch so anderer Kram zwischendrin. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Das nächste Mal suchen wir vielleicht mal wieder nur solche Lego-Sachen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like und ein Abo da und hoffentlich bis zum nächsten Mal.